Ja, herzlich willkommen heute Abend in der Böll-Stiftung. Bienvenue ce soir à notre discussion publique sur le sujet du modèle à succès qu'est la Tunisie. La Tunisie a traversé un marathon électoral, les élections présidentielles et juste avant les élections législatives. Et au cours de ces jours, donc pour le moment, un nouveau gouvernement est en train d'être constitué et nous en apprendrons davantage la semaine prochaine. J'aimerais signaler dès le début, nous avions invité Monsieur Saïdi Haïdi, qui est parlementaire, membre de Nida Tounes, mais qui a appris vendredi qu'il avait été proposé pour être ministre de la Santé, étant donné que chaque jour, le Parlement discute de la constitution du gouvernement. Il n'a malheureusement pas pu venir. Nous en avons discuté avec lui d'ailleurs à court terme et donc ne sera pas présent ce soir, mais je pense que nous avons un panel très intéressant avec des invités venus de Tunisie, de Bruxelles et du SBV de Berlin. Je souhaite la bienvenue à Basma Soudani. Madame Soudani est la présidente, non pas d'une organisation non gouvernementale, la Ligue des électrices tunisiennes, qui a pour objectif de défendre les droits de la femme dans la politique, dans l'économie et d'autres domaines de la société. À ma gauche, Monsieur Rafik Halouani, qui vient de Tunis en 2011. Il a créé, avec de nombreux sympathisants, il a créé Moura Kiboum, le terme arabe pour observation. Et donc, il a créé un réseau d'observation électorale avec à peu près 4 000 membres. Ils ont observé et travaillé sur un processus de transparence, formulation du code électoral. Et ils ont accompagné en 2011 et en 2013 et en 2014 les premières élections libres en Tunisie. Et on peut dire donc il a accompagné avec beaucoup de succès le marathon électoral. Bienvenue ici à Berlin. À ma droite, Isabelle Werenfels, qui vient de la Fondation SVP, Sciences et Politiques, Fondation Sciences et Politiques. Madame Werenfels, spécialisée où se concentre sur le nord de l'Afrique, l'Algérie et la Tunisie, mais aussi le Maroc, et se concentre particulièrement sur le dispositif sécuritaire, et ce depuis quelques années. Et j'accueille ici à ma droite Monsieur Alesso Capellani. Il est représentant du Service européen pour l'action extérieure à Bruxelles, un grand connaisseur de la Tunisie. Il a passé des années en Tunisie. Je suis très heureux que vous soyez aujourd'hui parmi nous. Comme je le disais, les élections en Tunisie et surtout la constitution du nouveau gouvernement constitue un nouveau chapitre de la transition démocratique. Aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur les défis que devra relever le nouveau gouvernement, quels seront les plus grands problèmes, et essayer aussi de discuter des visions programmatiques de la part du gouvernement. Avant de commencer, cependant, je pense qu'il serait bon de récapituler la situation, car à la fin de l'année 2013, en octobre-novembre, en Tunisie, on pouvait à peine imaginer qu'aujourd'hui, on en arriverait à ce stade, à savoir là où nous nous trouvons aujourd'hui. À l'époque, la population n'avait que très peu de confiance dans les institutions publiques.
et ne pensaient pas qu'elles étaient en mesure de procéder à des élections qui ne soient pas manipulées. C'est la raison pour laquelle de nombreuses initiatives et organisations de société civile, notamment Mouraki Boum, ainsi que l'organisation de Madame Soudani, se sont créées, se sont développées, ayant pour objectif d'observer le processus électoral et de faire en sorte que les procédures respectent bien les lois. C'est la raison pour laquelle je demanderai à Rafik Alouani de présenter ce travail et peut-être de récapituler l'année dernière. Et par la suite, Madame Soudani nous parlera de son travail et aussi de la mesure dans laquelle les femmes ont été impliquées dans la procédure. Ensuite, nous parlerons des défis auxquels sera confronté le gouvernement. Nous parlerons du dispositif sécuritaire et aussi du rôle, de la contribution de l'Union européenne, de ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle a fait jusqu'à présent et des perspectives. Je cède donc la parole à Rafik Alouani et il a préparé une présentation. Je vous en prie. Merci. Merci, merci d'être venu, merci d'être venu si nombreux. Ça nous fait vraiment plaisir de voir que la Tunisie et la transition démocratique tunisienne intéressent beaucoup de monde à Berlin. Merci beaucoup, ça nous fait plaisir. On espère que vous allez bénéficier de votre soirée. Mouraki Boum, comme l'a dit mon ami, en arabe, ça veut dire observateur, observer. On a créé cette ONG pour observer la transition du processus démocratique en Tunisie. 14 janvier 2011, la révolution tunisienne qui vient signer l'arrêt de 23 ans de dictature. Cette révolution était basée sur des demandes sociales et économiques. C'est l'image clé, icône de la révolution tunisienne, une révolution pour améliorer les conditions économiques du peuple tunisien. C'est l'homme à la baguette, on l'appelle comme ça à Tunis. On a vu, il y a eu de la violence, mais ce qui a caractérisé la révolution, c'était des actions pacifistes et c'était le grand rôle joué par les femmes et par la jeunesse tunisienne dans la révolution et dans la transition démocratique. 23 octobre 2011, les Tunisiens, après la révolution, on a décidé d'avoir une nouvelle constitution. Pas de changer seulement la constitution, de faire une nouvelle constitution à partir de zéro. 23 octobre, on a élu une assemblée, 217 sièges. Le parti majoritaire qui est en bleu à droite, c'est le parti An-Nahda, le parti islamiste, plus avec la grande majorité, 89 sièges, et puis les autres, c'est donc beaucoup plus petit. Et trois, premier, deuxième, troisième parti, ils ont fait une coalition qui ont gouverné avec 114 sièges sur 217. Premier gouvernement issu de cette majorité un peu juste. Un mois après les élections, il a régné et un an, il y a eu des problèmes. Il a commencé à avoir une grande fronde. Nach einem Jahr bereits Probleme. Am 6. Februar 2013 wurde hier Shoukry Belaid ermordet. Und damit hat sich die erste Regierung sozusagen disqualifiziert und ist abgetreten. Nun haben wir also eine zweite Regierung gehabt. Das hat natürlich auch etwas gedauert und hat uns in der Verfassungsausarbeitung etwas zurückgeworfen. Am 13. März 2013 wird ein weiterer politischer Mord begangen. Mohamed Brahmi ist am 25. Juli 2013 ermordet worden und es löst eine Krise aus. Das heißt, auch um die Sitze im Parlament und zwei Monate lang gab es Demonstrationen und zwar jeden Tag. Der Höhepunkt wurde am 13.
August 2013 erreicht der Tag der Frauen mit über 200.000 Teilnehmern. Ich denke, dass wir zahlreicher waren. Das waren hier die offiziellen Zahlen der Demonstrierenden, aber ich glaube, dass wirklich sehr viel mehr auf der Straße waren und vor allen Dingen sehr viele Frauen waren dabei und Vertreter der Zivilgesellschaft, um verbesserte Lebensbedingungen zu fordern, einzufordern. Sie hatten eine große tragende Rolle in diesen Protestdemonstrationen und haben versucht klarzustellen, dass sie nicht bereit sind, zu dieser Situation wieder zurückzukehren, sondern dass sie den Transitionsprozess erfolgreich und friedlich weiterführen wollten. Das heißt, ohne Gewalt, ohne Übergriffe. Es gab also 3 Monate lang ständig Demonstrationen und schließlich wurde ein Konsens gefunden. Wir haben am 26. Januar 2014 die neue Verfassung verabschiedet. Die erste moderne Verfassung in der arabischen Welt. Das heißt, es ist eine Verfassung, die verabschiedet wurde per Votum und die die Gleichheit zwischen Männern und Frauen festschreibt und auch das Recht auf Religionsfreiheit und auf die Wahl der Religion, die man ausüben möchte. Und wenn man das vergleicht mit anderen Verfassungen des Nahen Ostens oder des Maghrebs, stellt man fest, dass es die modernste Verfassung ist. Das heißt, dieses Bild ist auch sehr symbolträchtig. Das heißt, 12 nur Gegenstimmen, 200 für die neue Verfassung und 4 Enthaltungen. Das ist also ein tolles Ergebnis. Es zeigt, dass das Volk in der Lage war, einen Text zu verabschieden, eine neue Verfassung und dies über einen demokratischen Transitionsprozess und unter Berücksichtigung aller verschiedener gesellschaftlicher Kräfte, Islamisten, säkuläre Zivilgesellschaft und die unterschiedlichen politischen Strömungen. Nun war also der Verfassungsprozess zu Ende und es begannen die Wahlen. Am 26. Januar 2014 ist also die Verfassung verabschiedet worden und die verfassungsgebende Versammlung hat beschlossen, dass Tunesien wirklich noch im Jahre 2014 Wahlen durchführen muss. Das heißt, man legt fest, dass sowohl Parlamentswahlen als auch der erste Wahlgang der Präsidentschaftswahlen und auch der zweite Wahlgang alle 3 noch im Jahr 2014 stattfinden sollten. Transparent, und das forderte natürlich die Zivilgesellschaft, denn zuvor war es unter Ben Ali jeweils das Innenministerium, das die Wahlen durchführte und organisierte. Und nun sollte es das erste Mal freie Wahlen geben, transparente Wahlen. Und als Zivilgesellschaft hat man sehr genau geschaut, wie diese obere unabhängige Wahlbehörde, ISIE abgekürzt, gegründet wurde. Und wie sie zusammengesetzt wurde. Und von Anfang an war also die Zivilgesellschaft impliziert und beteiligt daran, das heißt an der Ausarbeitung des Wahlgesetzes, an der Besetzung der Wahlkommission. Und das war natürlich etwas schwierig, denn wir als Zivilgesellschaft wollten positiv an die Sache herangehen. So ist das ja hier auch geschrieben. Das heißt, es gibt noch sehr viele Probleme, aber Schritt für Schritt kommen wir voran. Und wir machen Vorschläge, denn direkte Wahlen gibt es nicht. Das heißt, alle Bürger können frei wählen, aber zuvor muss man sich in ein Wahlverzeichnis eintragen. Das heißt, man kann das per Handy oder per Internet vornehmen. Man muss sich in ein Wahlverzeichnis eintragen. Das heißt, wir haben diesen Prozess schon beobachtet, bis hin zu den Kandidaten, bis hin zu den Wahlkampagnen. Dann haben wir Unregelmäßigkeiten aufgedeckt und beobachtet. Und dann haben wir sie dieser obersten unabhängigen Wahlkommission vorgelegt. Das heißt, es war sehr, sehr viel Arbeit vor Ort. Und wir haben es geschafft, weil wir unterstützt wurden von internationalen Partnern wie die Heinrich-Böll-Stiftung. Es gab kurze und längere Projekte. 6 Monate lang haben wir täglich beobachtet und haben Empfehlungen ausgesprochen. Das heißt, das ist jetzt nicht, wie die Italiener so gern sagen, Paroli Paroli. Entschuldigen Sie, lieber Herr Kollege. Aber wir hatten konkrete Arbeit. Also, es gab Aktionen
Und es hat sehr viel dazu beigetragen, unsere Aktionen haben sehr viel dazu beigetragen, dass also das Wahlgesetz geändert wurde und wir hatten maßgeblichen Einfluss. Nun gab es am 26. Oktober Parlamentswahlen und es gab dieses Mal keine einzige dominante Partei. Das heißt, es gab einige Parteien, die 2011 noch gar nicht existieren. Rot markiert war der Sieger aus 2011. Und wir haben also hier eine bipolarisierte, auf jeden Fall heterogenere Parteienlandschaft 2014 für die Parlamentswahlen im Vergleich zu 2011. Hier sind zwei Karten zu sehen, zwei Landkarten. Das ist also Tunesien. Sie sehen, nicht sehr groß. Wir haben keine Länder, wir haben einen starken Zentralstaat, wir haben also Regierungen und Gouvernorate. Und wir haben hier nach den Regionen die einzelnen Parlamentswahlergebnisse aufgelistet. Und es ist etwas seltsam, denn das, was blau markiert ist, das hier, ist die Partei, die nicht gewonnen hat. Das heißt, Ennahda, die von den Sitzen her, ist Ennahda nicht die stärkste Partei gewesen, obwohl es vom Territorium her diese Gebiete, das sind die Wüstengebiete und da ist natürlich sehr viel Gebiet, sehr viel Fläche, aber sehr wenig Einwohner nur, weil es Wüste ist. Das heißt, die Bewohner der Wüstenregion haben also eher für Ennahda gestimmt und die anderen Regionen Tunesiens haben also für andere Parteien gestimmt, vor allen Dingen für Niedertunis. Diese Partei ist als stärkste aus den Wahlen hervorgegangen. Das ist also das Ergebnis der Parlamentswahlen, nicht der Präsidentschaftswahlen. Da gab es war die Rede von regionalen Unterschieden und dann gab es einen entsprechenden politischen Diskurs. Man hat versucht, gegeneinander sich aufzuwiegeln und man hat versucht, die Glaubwürdigkeit der obersten Wahlinstanz in Frage zu stellen, denn man hat gesagt, wie kann es sein, dass diese ganze große Region für eine Partei stimmt. Und es gab also sehr viel schlechte Stimmung und sehr viel Diskussion. Und das war nicht so sehr einfach. Das heißt, Transparenz bis zum Ende, ja. Und wir, um diesem vorzubeugen, machen wir sozusagen parallel dazu nochmal eine Wahlhochrechnung mit unseren speziellen Techniken, mit der Zivilgesellschaft. Wir haben sehr, sehr viel gearbeitet seit 2011. Und wir haben einen sehr guten Ruf und auch in den politischen Parteien und auch innerhalb der Bevölkerung. Das heißt, wir sind nicht parteiisch, wir sind nicht für eine bestimmte Partei, für einen Kandidaten, aber wir versuchen neutral zu sein. Und wir geben unsere Lesart der Ergebnisse, bevor sie offiziell kommuniziert werden. Es war die Rede von sehr viel Missbrauch während der Wahlkampagnen. Das haben wir angeklagt. Wir haben es angezeigt. Wir haben auch geschaut, was in den neuen Medien passiert ist. Und diese neuen technischen Möglichkeiten, mit denen wir ergänzend arbeiten, geben uns die Möglichkeit, wirklich auch dabei, dass wir feststellen können, dass tatsächlich der Kandidat Ezepsi gewonnen hat und das dank der neuen Technologien und der statistischen Methoden, die wir verwenden als Wahlbeobachtungsnetzwerk. Unsere Aufgabe besteht darin, Transparenz zu schaffen, Rückverfolgbarkeit des Wahlprozesses. Das sind wichtige Themen für uns. Wir haben viele Baustellen, viele Probleme. Wir sind eine junge Bevölkerung, ein junges Land. Und wir müssen diese Phase des Zweifels hinter uns lassen und brauchen Institutionen, die wirklich auch das Vertrauen der gesamten Bevölkerung genießen, damit wir unsere Rechte und Pflichten auch in der Praxis im Alltag ausleben können als Zivilgesellschaft. Und wenn wir Probleme sehen und Unregelmäßigkeiten, dann zeigen wir sie an. Aber wir kritisieren nicht nur um der Kritik willen, sondern wir wollen auch Vorschläge und Empfehlungen geben. Unser letztes und größtes Ziel ist, Vertrauen zwischen der Politik und der Bevölkerung herzustellen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Rafik, für diese Rückschau und für die positiven Worte und die gute Einschätzung. Vielleicht sollte man noch ein paar Fragen hinzufügen, zum Beispiel, wie hoch der Prozentsatz der jungen Menschen war, die sich an der Wahl beteiligt haben. Denn also, wir wissen, dass der Prozentsatz nicht so hoch war, sondern eher sehr niedrig. Ein Problem für das neue demokratische System. Ein weiteres, worauf du hingewiesen hast, die Polarisierung, die sich geografisch dargestellt hat, inwieweit das eine der Herausforderungen für die Zukunft des Landes sein werden, werden wir sicherlich noch besprechen. Aber jetzt möchte ich erstmal Basma Sudani bitten, ihren Beitrag zu leisten über die Arbeit ihrer Organisation, aber auch der Analyse aus ihrer Sicht, inwieweit Frauen an den Prozessen beteiligt sind und die Möglichkeit haben, aktiv zu gestalten und sich einzubringen und den Gleichheitssatz, der in der Verfassung festgelegt ist, auch wirklich politische Realität werden zu lassen. Frau Sudani. Guten Abend, herzlichen Dank für Ihre Anwesenheit. Ich freue mich über Ihr zahlreiches Erscheinen. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle auch an die Heinrich-Böll-Stiftung für diese Gelegenheit, hier mit Ihnen zu sprechen und unser kleines Land und den Demokratisierungsprozess hier darzustellen. Langsam, aber sicher werden wir dahin kommen. Ja, mein Kollege hat Fotos hier gezeigt, die mir sehr am Herzen liegen. Also dieses Foto mit dem Mann, der das Baguette als Waffe nutzt, das ist wirklich ein sehr emotionsgeladenes Bild für mich und erinnert mich an diese Phase. Nun möchte ich von den Rechten der Frauen sprechen und ihre Beteiligung im politischen Prozess. Vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Genderfrage und im Zusammenhang mit der gleichberechtigten Teilnahme an diesen Prozessen zwischen Männern und Frauen Tunesiens. Ich möchte ganz kurz auf die Verfassung zurückkommen. Mein Freund hat es ja gesagt, am 26. Januar 2014 ein Schlüsseldatum für uns Tunesier. Wir haben eine neue Verfassung bekommen. Das heißt, für die zweite Verfassung. Und das war wichtig und das war das Ergebnis einer wachsamen Zivilgesellschaft, die sich aktiv an der Ausarbeitung dieser Verfassung beteiligt hat. Und ich möchte in diesem Zusammenhang ein wenig über den Artikel 46 sprechen, denn dieser Artikel spricht von der Parität im Wahlprozess und auch in den Wahllisten. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Artikel. Ebenso der Artikel 34, der von der Gleichheit zwischen Männern und Frauen in der Verfassung spricht. Und auch der Artikel 21 spielt eine Rolle, der davon spricht, dass Männer und Frauen im Prozess, im politischen Beteiligungsprozess und im Wahlprozess gleichberechtigt zu behandeln sind. Wenn man also auf den ursprünglichen Entwurf zurückkommt. Da gab es ja einen strittigen Artikel, der davon sprach, dass Frauen komplementär sozusagen zu den Männern wären. Und dann gab es einen weiteren Entwurf, wo man davon sprach, dass Männer und Frauen gleich sind und dass man Frauen vor Gewalt schützen muss und dass sie auch paritätisch und gleichberechtigt in den Wählerlisten zu vertreten sein müssten. Und das ist das Ergebnis der Zivilgesellschaft. Das betrifft sowohl die feministischen Vereine und Organisationen, aber auch alle anderen Vereine, die uns sozusagen unterstützt haben, unter anderem auch unser Wahlbeobachternetzwerk. Sie haben sich stark gemacht für eine Parität und das ist wichtig. Das heißt, wir als LET haben versucht, Einfluss auszuüben, haben versucht, Kontakte zu knüpfen mit den Wahlbeobachtungsnetzwerken, um wirklich Parität und Gleichheit wirklich auch in die Verfassung reinzubringen. Die oberste Wahlinstanz hat diese Parität sicher zwar anerkannt und akzeptiert, aber nicht für die ersten Wahlen 2014.
2011. Es gab also horizontale und keine vertikale Parität in den Wählerlisten. Und das ist ein Kampf, der nun fortgeführt wird. Wir müssen nach wie vor wachsam bleiben für die anstehenden Kommunalwahlen, damit beim demnächst zu verabschiedenden neuen Wahlgesetz für die Kommunalwahlen auch wirklich diese Parität institutionalisiert wird in den Wählerverzeichnissen. Also das, was in diesem Artikel 46 steht, beruht auf einem anderen Verfassungsartikel, in dem von horizontaler und vertikaler Parität die Rede ist. Das bedeutet, dass bei den Spitzenkandidaten Männer und Frauen 50-50 im Verhältnis 50-50 vertreten sein müssen. Man hat diese Alternanz zwischen Männern und Frauen, aber das Problem ist, dass im Jahre 2011 nur 7% der Spitzenkandidaten Frauen waren und das betraf die konservativen Parteien genauso gut wie alle anderen. Das heißt, die politischen Parteien hatten nicht wirklich den Willen, als Spitzenkandidatin Frauen aufzustellen und mit den sich daraus ergebenden Wechsel Mann, Frau hat das dazu geführt, dass Frau nur 67 von 217 Sitzen hatten und 68 von 217. Und wir denken, dass es nunmehr so ist, dass wir ein Parlament haben mit 31,3% weiblichen Abgeordneten und diese politische Schule, dieser Schulungshintergrund ist anders für diese Frauen. Das heißt, bei den ersten Wahlen, bei der verfassungsgebenden Versammlung, die diese Verfassung ausgearbeitet hat, da war es so, dass wir von 67 Frauen 45 Frauen der Ennahda-Bewegung angehörten. Das heißt, eine konservative Strömung, Bewegung, die nicht unbedingt zugunsten der Gleichheit zwischen Männern und Frauen votierte, so wie es doch eigentlich in den internationalen Verträgen festgeschrieben ist. Nun ist die Situation hoffentlich eine andere. Wir hoffen, dass die Frauen besser vertreten sein werden, denn nunmehr haben wir 68 Frauen von 217 sitzen und sie kommen aber nicht mehr nur von der Ennahda. Wir haben 35, die nicht von der Ennahda kommen, sondern die von Nida Tunes kommen, vom Front Populaire, von der Volksfront und auch von anderen Parteien. Ich denke, dass diese neue Situation dazu führt, dass unabhängig vom gleichen Prozentsatz weiblicher Abgeordneten die politische Vielfalt und die Repräsentativität der unterschiedlichen politischen Strömungen besser garantiert ist in dieser neuen Versammlung. Denn dieses neue Parlament wird ja auch neue Gesetze verabschieden. Und wir hoffen, dass alle Gesetze, die wirklich verabschiedet werden, dann auch sich an die Verfassung sozusagen anschließen und dass das Ganze in Form von Gesetzen auch mit Leben gefüllt wird, die Gleichheit und die Parität. Wir hoffen, dass wir diesen Prozess der Demokratisierung fortsetzen können. Natürlich ist es eine fragile Demokratie, aber sie ist doch, steht auf sicheren Beinen und bewegt sich in Richtung Demokratie. Und diese Beteiligung an diesem Prozess ist sehr wichtig. Und vergleichende Studien haben gezeigt, dass die Zivilgesellschaft auch ihren Teil dazu beiträgt. Natürlich muss sie wachsam bleiben. Nun möchte ich noch einige ergänzende Bemerkungen vornehmen. Die Frauen 2014 wollten sich in Wählerverzeichnisse eintragen. Sie waren sehr motiviert. Das heißt, man sagt ja immer, die Frauen interessieren sich nicht so für Politik. In Tunesien war das lange Zeit. Das sind Stereotype, die nicht stimmen. Denn die Frauen, die wirklich freiwillig sich in die Wählerverzeichnisse eingetragen haben, waren mehr als 50%. Also mehr als die Hälfte der Frauen waren sehr motiviert, um aktiv an der Wahl teilzunehmen. Denn das heißt, die tunesische Frau nimmt Anteil an der Politik des Landes. Und sie zeigt auch Motivation, wenn man eben vergleicht, auch wie viele Männer zu den Wahlurnen dann gegangen sind.
die politischen Parteien, da gaben es nur 12% Spitzenkandidatinnen. Und das ist ja hoffentlich auch eine Ermutigung für das nächste Wahlgesetz, denn wir brauchen eine vertikale Parität mit Spitzenkandidaten. Und das muss in einem Gesetz festgeschrieben sein, dass bei den Spitzenkandidaten die Verteilung 50-50 zu gleichen Teilen Männern und Frauen der Fall sein muss. Und damit werden wir automatisch mehr Frauen im Parlament haben. Die Frauen haben auch maßgeblich zur Befriedung und zur Versöhnung innerhalb der Gesellschaft beigetragen. Denn das, was passiert ist, Chokri Belrid, da gab es die ersten Demonstrationen mit Frauen, von Frauen, die gesagt haben, nein zur Gewalt. Die Gewalt ist eine rote Grenze, eine Linie, die nicht überschritten werden darf. Das heißt, die Frauen, die tunesische Frau hat wirklich aktiv und positiv dazu beigetragen, dass dieser Transitionsprozess friedlich abgelaufen ist. Und wir erhoffen uns nun mehr sehr viel positivere Gesetzesentwürfe, die dazu beitragen, dass also auch Frauen stärker in der Regierung vertreten sind, nicht nur im Parlament. Alle Regierungen, die wir hatten seit der Revolution, wir hatten 5, und wir hatten nie mehr als 3 Frauen in der Regierung. Und eine Quote gibt es auch nicht bei uns. Das heißt, ich möchte gerne eine solche anregen. Und der zweite Wahlgang der Präsidentschaftswahlen zwischen Marzouki und Essebsi, da gab es 1,7 Millionen Wählerinnen und Wähler. 1 Million waren Wählerinnen. Sie haben für Essebsi gestimmt. Das heißt, die Frauen haben mehr für unseren gegenwärtigen Staatspräsidenten gestimmt als die Männer. Und diese Partei hat nun in gewisser Weise der tunesischen Frau gegenüber eine Art Bringeschuld, um wirklich auch bei der Bildung der neuen Regierung entsprechend die Frauen zu berücksichtigen. Herzlichen Dank. Madame Soudani, elle a dit. Frau Soudani hat gesagt, 1 Million haben diesen Herrn gewählt. Nein, wir meinen den anderen. Für diese Darstellung, die vielen Fakten und Zahlen. Freie Wahlen, die Überwindung der politischen Krise durch einen nationalen Dialog und auch einen nationalen Konsens, die Verfassung, eine neue Regierung und einen neuen Präsidenten, heißt das, Tunesien ist jetzt ein demokratisches Land, beziehungsweise wie geht es weiter mit der Transformation? Stehen jetzt nicht erst die wirklich großen und schwierigen Projekte der demokratischen Reform an, der Dezentralisierung, der politischen Administration, sowie eine neue reformierte Wirtschafts- und Sozialpolitik? Herr Halwani hat hingewiesen auf die Unterschiede zwischen Nord und Süd, zwischen dem Inneren des Landes und den eher an der Küste gelegenen Städten, in denen die ökonomische und politische Elite eher zu Hause ist. Eine weitere große Frage ist die des Sicherheitssektors und der Frage der Rückkehr des alten Regimes, die nämlich oft gestellt wurde nach dem Wahlsieg Bejikai Tsepsis, der ja der neue Präsident ist und mit Nida Tunis und einem Team angetreten ist, in dem durchaus verschiedene Vertreter des alten Regimes vorhanden sind. Ich möchte diese Frage an Frau Isabel Werenfels weitergeben. Und sie wird uns einen Überblick geben über die sicherheitspolitischen Fragen und die Herausforderung der Reform des Sicherheitssektors. Ja, danke, Joachim. Ich glaube, wenn man an Demokratisierung denkt, dann denkt man nicht gleich an Sicherheitssektorreformen. Es ist in der Regel ein Thema, an das weder jetzt neue Eliten sehr gerne rangehen, noch ein Thema, an das jetzt auch bei ausländischer Kooperation in erster Linie oder sehr schnell drangegangen ist. Man denkt an Wahlen, an die Institutionen, an zivilgesellschaftliche Akteure, also an die politischen Institutionen, aber nicht so sehr an Sicherheitssektorreformen. Die sind wichtig aus sehr vielen Gründen. Zum einen ist es so, dass der Sicherheitssektor und insbesondere das Innenministerium in allen autoritären Staaten quasi
der Arm des Diktators ist. Das war auch so in Tunesien. Und das heißt, es ist in jeder Transition ganz wichtig, dass es neue Regelungen, neue Mentalitäten, demokratische Kontrolle des Sicherheitssektors gibt. Wenn dann noch eine Situation ist, wie wir sie in Tunesien heute haben, dass in einigen Teilen des Landes, und das möchte ich jetzt auch überhaupt nicht dramatisieren, aber man muss es, glaube ich, auch sagen, die Sicherheitssituation schwierig ist. Im Grenzgebiet zu Algerien haben wir bewaffnete Gruppen, die aktiv sind. Und wir haben zu Libyen eine poröse Grenze und ein Failing State in Libyen. Wir haben auch, ähnlich wie in Deutschland, das Problem der Dschihadisten, die nach Syrien und in den Irak gehen und dann potenziell zurückkehren. Das heißt, in einer Situation, wenn man eine fragile Sicherheitssituation hat und gleichzeitig ein Sicherheitssektor, der nicht reformiert wurde, besteht natürlich wieder die Gefahr der erneuten Repression. Die ist dann um einiges größer, als wenn der Sicherheitssektor reformiert worden wäre, was in Tunesien bisher nicht der Fall ist. Vielleicht ein paar Sätze zu, wie der Sicherheitssektor aufgestellt ist. Also wir haben sehr, sehr grob gesagt, wir haben einerseits die Armee, die ist in Tunesien sehr klein mit 35.000 Mann. Die wurde auch sehr stiefmütterlich behandelt, ist daher sehr, sehr schlecht ausgerüstet. Ben Ali hatte die Armee absichtlich nicht stark werden lassen, um niemanden zu haben, der ihm potenziell gefährlich wird. Das Ansehen der Armee ist daher in der Bevölkerung, auch aufgrund der Rolle, die die Armee gespielt hat während der Revolution, relativ oder sehr hoch. Es gab ein paar Einschnitte, unter anderem neulich, dass ein Blogger vor einem Militärgericht verurteilt wurde, weil er die Armee kritisiert hatte, zu einer Gefängnisstrafe. Die reduzierte war, glaube ich, ein Jahr. Und nicht vor einem zivilen Gericht. Das hat natürlich ein bisschen dem Ansehen geschadet. Aber insgesamt ist es nicht das Militär, wo das Hauptproblem liegt. Aber außer, dass das Militär nicht quasi die Kapazitäten hat, um zum Beispiel den Grenzschutz so auszuüben, wie das jetzt in der gegebenen Situation notwendig wäre. Das Problem liegt in erster Linie bei der Polizei, beim Innenministerium. Und hier haben wir natürlich punktuell Reformen gesehen. Eine ganz, ganz wichtige ist, dass das Innenministerium nicht mehr zuständig ist für das Organisieren der Wahlen. Das heißt, das wird nicht mehr manipuliert, sondern es gibt eine unabhängige Instanz, die dafür zuständig ist. Das ist auch eine Entpolitisierung des Innenministeriums. Es gibt neue Leitlinien zur Einhaltung von Menschenrechten. Es gab punktuelle Reformen, die Erlaubnis, Gewerkschaften zu bilden. Das waren alles sehr wichtige Reformen. Aber eines der Hauptprobleme, nämlich die totale Intransparenz, ist nach wie vor da. Es gibt kein Organigramm, was nach außen dringt, also auch Leute, die besser informiert sind oder gerne sein würden als ich, die bekommen sowas nicht, Organigramme. Es gibt interne Grabenkämpfe, die auch politisch sind, und wir haben nach wie vor immer wieder Übergriffe der Polizei. Es gibt auch immer wieder doch Berichte, das ist alles nicht dramatisch, aber von Folter. Das heißt, hier gibt es doch eine erhebliche Herausforderung. Keine der vier Regierungen hat sich wirklich daran getraut. Die Reformschritte, die positiven, die ich genannt habe, sind die meisten direkt nach der Revolution passiert. Danach ist es langsam versickert und niemand mehr wollte eigentlich an das Innenministerium heran. Die Reformen, die notwendig wären, sind in erster Linie Gesetze zur parlamentarischen Kontrolle über den Sicherheitssektor. In der Verfassung, und das ist eine der wenigen Schwachstellen dieser wirklich sehr guten Verfassung, steht dazu außerordentlich wenig. Und das gilt insbesondere natürlich die demokratische Kontrolle auch und eine klare Gesetzgebung für die Sicherheitsdienste. Also da gibt es kaum Abgrenzungen, es ist nicht klar, welche Kompetenzen welcher Dienst hat. Und daran wird jetzt auch gearbeitet, aber eben auch nicht in einer Transparenz und auch nicht unter Einbindung von zum Beispiel auch zivilgesellschaftlichen Akteuren. Es bräuchte transparentere Entscheidungsstrukturen im Innenministerium und vertrauensbildende Maßnahmen zwischen Polizei und Bevölkerung, da die Polizei nach wie vor
von Teilen der Bevölkerung zumindest als die Instanz gesehen wird, die früher die Repression massiv mit ausgeübt hat. Dann auch die Gewerkschaften im Sicherheitsbereich, das ist auch so, wenn neue Gewerkschaften gegründet werden, die kümmern sich sehr stark natürlich um bessere Arbeitsbedingungen, aber das große Ganze, Reformen, stehen da auch nicht wirklich auf der Agenda. Und ich glaube, da fehlt es einfach an Know-how und Expertise. Und ich glaube, es sind ganz viele kleine Reformen, die aber alle und teilweise größere mit dem Ziel, dass zugleich Rechtsstaatlichkeit und Einhaltung von Menschenrechten im Sicherheitssektor gefördert werden und die Effektivität des Sicherheitssektors. Ein Sicherheitssektor ist effektiver, wenn die Bevölkerung hinter ihm steht. Das heißt, was heißt das jetzt zum Beispiel für Deutschland? Es ist so, dass Tunesien, wir haben das heute auch wieder gehört von der EU, die tunesische Regierung ist in den vergangenen 2 Jahren herumgereist in Europa mit einer Shoppinglist für Ausrüstung. Und es ist in der Tat so, dass Tunesien Ausrüstung braucht. Aber ich glaube, dass man sich sehr bewusst sein muss, dass Ausrüstung nur geliefert werden sollte, beziehungsweise an die Bedingung von Sicherheitssektorreformen geknüpft werden sollte. Und das wäre auch so eine wichtige Empfehlung für Deutschland. Die Europäer liefern ja keine Ausrüstung direkt, aber ich bin sicher, dass der Vertreter der EU hier heute Abend etwas dazu sagen kann, was man im Bereich Sicherheitssektorreformen denn geplant hat. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. In der Debatte auf dem Podium kommen wir sicher gleich noch darauf zurück. Auch eine Frage hätte ich nach dem politischen Willen, der hinter der Abwesenheit von tiefgreifenden Reformen in Tunesien steht. Und mich würde auch sehr interessieren, wie unsere tunesischen Gäste die Priorität der Herausforderungen und der wichtigsten Schritte in der jetzigen Phase sehen. Aber ich möchte gleich die Gelegenheit ergreifen, die Frage, die so gestellt wurde, an Herrn Capellani weiterzugeben und darüber hinaus, wie die EU bisher Tunesien versucht hat zu unterstützen in dem Transitionsprozess und wie ihre Sicht auf die kommenden wichtigen Schritte seitens der EU-Politik gegenüber Tunesien sind. Herr Capellani. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Ja, einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podiumsgespräch, zu diesem sehr interessanten Abend. Bevor ich von der Europäischen Union sprechen möchte, möchte ich noch etwas zu dem sagen, was in Tunesien 2014 passiert ist. Das war sehr beachtlich in meinen Augen. Meine Gesprächspartner haben das ja schon völlig richtig gesagt. Zwischen 2011 und 2013 hat das Land doch eine sehr schwerwiegende Krise durchlebt. Und 2014, innerhalb nur eines Jahres, hat das Land es geschafft, sich eine demokratische Verfassung zu geben, zu verabschieden, hat einen Wahlprozess in Gang gesetzt, einen Wahlmarathon. Und das hat dazu geführt, dass das Parlament gewählt werden konnte, dass der Staatspräsident gewählt werden könnte und dass es eine neue politische Mehrheit sich gebildet haben, die das Land nun mehr voranbringen werden. Und das Ganze ist wirklich im Stillen passiert. Es gab keinerlei Übergriffe, keine gewalttätigen Ausschreitungen. Die Parteien, die also die Wahlen nicht gewonnen haben, haben diese Niederlage auch unmittelbar nach den Wahlen anerkannt. Und das ist also für uns als Vertreter der internationalen Gemeinschaft sehr beeindruckend und wichtig zu betonen, denn Tunesien befindet sich mitten in einer Krisenregion. Es gibt mehr als 1 Million Libyer, die in Tunesien leben. Das ist so, als ob es plötzlich 8 Millionen Flüchtlinge in Deutschland ankommen würden. Also 10% der Bevölkerung sind Kriegsflüchtlinge und Tunesien nimmt sie auf und hat gleichzeitig eine eigene Wirtschaftskrise zu bewältigen. Es gibt noch nicht wieder das Lebensniveau, den Standard von vor der Revolution. Das heißt, und ungeachtet dessen hat es Tunesien geschafft, Wahlen abzuhalten. Und es ist ein dynamischer Prozess in Gang gesetzt worden im Bereich Wirtschaft, im Bereich Politik. Und das ist wichtig. Und das war mir wichtig, noch mal zu betonen, um von der EU zu sprechen. Hier werde ich von der Mikroebene hin zur Makroebene gehen. Ich werde jetzt nicht von den
ich werde von den Wahlen sprechen und von der Reform des Sicherheitssektors. 2014 hat Tunesien, also hat die EU beschlossen, den Wahlprozess zu unterstützen. Was haben wir gemacht? Wir haben zunächst erst einmal Expertise geliefert. Das heißt, es gab also Experten, die mit unabhängigen Wahlausschüssen zusammengearbeitet haben. Wir waren nicht die einzigen vor Ort. Es gab andere internationale Organisationen, die Vereinten Nationen und andere, die sich daran beteiligt haben. Wir haben auch in diese unabhängige Wahlkommission, an diese Wahlbehörde, ein Expertenteam gesandt, um diesen Prozess zu begleiten, um die Belange der Zivilbevölkerung zu unterstützen. Wir haben auch die Arbeit finanziert und nicht nur der Wahlbehörde, sondern auch 2011 haben wir auch Murat Kibun finanziell unterstützt, unter anderem, neben anderen, denn sie haben ja eine wunderbare, beachtliche Arbeit leisten können im Anschluss. Wir haben auch versucht, Werbung zu betreiben. Das heißt, Tunesien hatte ja viele Herausforderungen zu bewältigen und wir haben uns aktiv am Beobachtungsprozess der Wahlen über das Parlament, über das EP beteiligt 2011. Es gab auch 2014 immer wieder Wahlbeobachter aus dem Europaparlament, die vor Ort waren, einen Monat lang, um wirklich auch diesen ganzen Wahlprozess zu begleiten, zu beobachten und das überall im Land. Und sie hatten Zugang zu allen Büros, zu allen Unterlagen. Das sind also die Bemühungen, die von Seiten der Union unternommen wurde, um den Wahlprozess in Tunesien zu unterstützen zwischen 2011 und 2014. Natürlich immer in Absprache mit den Behörden der Übergangsregierung und auch mit den Vertretern der Zivilgesellschaft. Ja, Sicherheitsbereich, ein sehr sensibler Bereich, natürlich. Man kann nicht von einem Tag auf den anderen komplett von einer Diktatur zu einem Sicherheitssystem, das sich auf demokratische Prinzipien beruft, gelangen. Wir haben einen schweren Dialog begonnen, 2011 bereits. Wir haben gesagt, wir möchten gerne diskutieren mit den Behörden in Tunesien, um herauszufinden, wie das der Sicherheitsbereich demokratisch reformiert werden kann. Wir haben zwei Missionen entsandt nach Tunesien mit Sicherheitsexperten. Sie kamen aus allen Mitgliedsländern der Union und sie sind auch vor Ort einen Monat lang gewesen und haben eine Diagnose, eine Analyse der Situation und der aktuellen Struktur der Sicherheitsstrukturen vorgenommen und haben dann versucht zu schauen, wie die Reformprozesse unterstützt werden konnten. Es gab gleichzeitig eine weitere Mission. Gemeinsam mit den Behörden haben wir versucht, die Aspekte herauszuarbeiten, die Europäische Union unterstützen kann, ganz konkret. Natürlich ist Transparenz und der Dialog mit der Zivilgesellschaft wichtig, aber nicht immer leicht. Und in den Berichten, die wir verfasst haben, die sind ja auch zum Teil diskutiert worden zwischen den Behörden und der Zivilgesellschaft Tunesiens. Das heißt, es hat eine Zeit lang gedauert, um diesen Dialog in Gang zu setzen. Gegenwärtig ist es so, dass das Ganze in einer sehr positiven Stimmung stattfindet, unter guten Vorzeichen. Wir haben also mehrere Übergangsregierungen erlebt in Tunesien. Und diese Regierungen hatten nicht die politischen Kapazitäten, um Reformen anzustrengen, die notwendig waren, mittel- und langfristig. Es war natürlich für uns auch schwer, einen Dialog mittel-langfristiger Art anzustrengen mit einem Partner, der nur vorübergehend auf der anderen Seite vertreten war. Und es sind ja Prozesse, die lange brauchen, Jahre. Und ich hoffe, dass wir einen solchen Dialogprozess über Reformen auch in anderen Bereichen bekommen werden. Die Bestimmungen der Behörden Tunesiens hinsichtlich der Summen, die auf dem Spiel stehen, wurden also besprochen. Wir haben zum Beispiel seit 2011 unser Budget verdoppelt. Bis 2011 hat die EU für Tunesien etwa 80 Millionen ausgegeben und nunmehr sind wir bei ungefähr 160 Millionen. Das heißt 160 Millionen Euro, die für die Zusammenarbeit mit Tunesien bereitgestellt werden, für mehrere Ziele. Zunächst erst einmal muss der Reformprozess
unterstützt werden im Justizbereich, Justizreform. Wir sind im Bereich Medien aktiv. Wir arbeiten zur Frage der Gleichstellung zwischen Mann und Frau mit dem Familien- und mit dem Frauenministerium, gemeinsam mit Vertretern der Zivilgesellschaft. Das sind alles Themen, die wir bearbeiten. Eine ganze Reihe von Dialogprozessen und Kooperationen wurde in Gang gesetzt, um diesen Reformprozess zu unterstützen. Das ist also ein Teil unserer Aktivität. Dann gab es auch die Unterstützung beim Haushalt. Das heißt, es gibt einen Teil der Steuern, der sozusagen dafür verwendet wird, den tunesischen Staat zu reformieren. Und das bei der Krisensituation. Die Krise war ja nicht nur in Tunesien selbst, sondern natürlich auch in der EU. Das hat die Exportmöglichkeiten Tunesiens eingeschränkt. Tunesien hatte finanzielle Probleme. Und die Europäische Union hat also versucht, Geld in Tunesien sozusagen kurzfristiger Art reinzupumpen, um wirklich wieder Tunesien liquide werden zu lassen. Es gab also tunesische Banken, die also Hilfe bekommen haben, um wieder leichter Zugang zu Krediten zu gewähren. Wir haben neue Formen von Krediten ausprobiert, Mikrokredite, die speziell für die Bevölkerung gedacht waren. Das heißt, die direkte Beteiligung am Haushalt der tunesischen Regierung, um in einer schwierigen Situation handlungsfähig zu bleiben. Das war also ein zweiter Teil unserer Aktivitäten. Und dann die Arbeit mit der Zivilgesellschaft. Das ist ein dritter Bereich unserer Aktivitäten. Es heißt, es gibt einen Teil unserer Aktivitäten, bei denen wir direkt mit der Regierung arbeiten, aber ein Großteil passiert auch im direkten Kontakt mit der Zivilgesellschaft. Das heißt, es gibt Finanzierung bei Projekten, es gibt Verträge, die direkt mit NGOs zusammenarbeiten. Das betrifft Themen wie Menschenrechte, Justizreform. Das ist die Situation, die wir gegenwärtig haben. Natürlich sind wir auch ein Gesprächspartner mittel- und langfristiger Art. Und wir müssten in der nächsten Zeit auch das Freihandelsabkommen so langsam aushandeln und den Rahmen festsetzen. Das heißt, dieses Freihandelsabkommen soll ja dazu dienen, dass tunesische Produkte leichter auf den europäischen Markt gelangen können und dass Tunesien quasi Zugang bekommt zu einem bestimmten Teil des europäischen Marktes. Es gibt schon ein Freihandelsabkommen, aber es gibt nicht tarifäre Handelshemmnisse, wie zum Beispiel hygienische Normen und andere technische Hürden, die überwunden werden müssen. Es ist eine große Baustelle. Das wird auch noch Jahre dauern, ehe wir dieses Thema erfolgreich angepackt haben werden. Aber diese Erleichterungen für Tunesien, um eine Exportnation zu werden, das ist also Ziel dieser Initiative. Auch die Frage der Migrationsströme zwischen Europa und Tunesien ist ein Thema, das in Zukunft eine Rolle spielen wird. Es gibt eine Reihe von Baustellen, von Dingen, die angegangen werden müssen. Und nun wird es von den Handlungsabsichten der neuen Regierung abhängen, in welche Richtung sozusagen die Reise weitergehen wird. Eine ganze Bandbreite von verschiedenen Sektoren, in denen Reformen dringend anstehen, von dem Assoziations- und Freihandelsabkommen über die inneren Reformen, Sicherheitsreform, Wirtschaftsreform, Justizsektorreform. Das ist also die Phase, in der sich Tunesien und der tunesische Staat jetzt befindet. Ich möchte gerne unsere beiden Gäste aus Tunesien fragen. Einmal Frau Soudani. Die Frage des Sicherheitssektors, die Frage der demokratischen Kontrolle des Sicherheitssektors, gibt es möglicherweise durch die Präsenz derer, die schon damals unter Ben Ali im Sicherheitssektor waren und weiterhin im Sicherheitssektor sind, besonders im Innenministerium, gibt es dadurch eine gewisse Rückwärtsentwicklung, eine Wiederkehr des alten Regimes? Sehen Sie das so als Organisation der Zivilgesellschaft, die ja die Transformationsprozesse monitort und beobachtet und auch die Funktion eines gewissen Korrektivs hat? Insbesondere,
um das an meine Frage anzuschließen, wir ja ein durch die Verfassung sehr gestärktes Parlament haben, aber auch eine Mehrheit in diesem Parlament, die sehr, eine sehr starke Bindung zu dem Präsidenten Beji Kaltsepsi hat, um es so auszudrücken. Die Frage nochmal ist die Sicherheitssektorreform vor dem Hintergrund einer möglichen Rückkehr des alten Regimes eine der Prioritäten in der Zivilgesellschaft. Wie würden Sie das beurteilen? Merci. Vielen Dank. Ich möchte gerne auf das Bild vom Militär zurückkommen. Aber ich antworte auf Ihre Frage zunächst. Auch wenn Nede Tunis, was natürlich mit Essebsi einhergeht, er hat zunächst war an der Regierung unter Ben Ali und der Außenminister damals. Aber ich glaube, dass diese Partei besteht aus einer Mosaik und aus mehreren, aus anderen politischen Parteien und auch unabhängigen Gruppierungen, die gegen die Diktatur gekämpft haben. Man kann nicht Namen nicht erwähnen oder Gesichter wie Jahmida, Eta Garage, die Frauenrechtler waren und die in dieser Partei sind und in den Büros der Entscheidungsträgern. Und sie, diese Frauen, sind es noch heute, und zwar Verteidigerin der Menschenrechte, laizischste Frauenrechtlerin, und das im Rahmen aller internationalen Konventionen und Verträgen. Ich glaube, dass diese Partei hat eine gewisse Dynamik. Und das haben wir erlebt im Rahmen der Bildung der neuen Regierung. Es gibt starke Stimmen in dieser Partei und die geben ein Gleichgewicht gegen einen Rückgriff vom alten Regime. Diese Leute, die Sie erwähnt haben, sind Tun es auch politisches Gewicht. Können Sie sich Gehör verschaffen und können Sie Einfluss nehmen auf die wichtigen Entscheidungen, die wichtigen großen Reformentscheidungen, die jetzt anstehen? Oui, ça c'est sûr, mais... Ja, das ist sicher. Aber man sollte nicht nur erklären oder analysieren die Lage durch Menschen. Also das Volk hat gekämpft für diese Verfassung. Diese Verfassung beachtet die Rechte der Menschen und sie wurde applaudiert, begrüßt. Das wird jetzt umgesetzt in Gesetze und die Zivilgesellschaft ist wachsam. Sobald sie gesehen hat, dass das Land in Richtung einer anderen Diktatur ging, hat das Volk Nein gesagt. Dann gab es Demonstrationen in Bordeaux und es hat einen Wechsel im Land gegeben. Diese vierjährige Geschichte hat gezeigt, dass die Tuneser und Tuneserinnen sehr wachsam sind und dass es keine Rückkehr zur Diktatur geben wird. Ich glaube, dass die Zivilgesellschaft heute eine sehr wichtige Rolle spielt als Kraft, die Vorschläge unterbreitet, und als wachsame Zivilgesellschaft wird sie eine Rückkehr zur Diktatur nicht akzeptieren. Wir müssen auch die Rolle der Medien in Betracht ziehen. Es gab eine wahrhaftige Explosion der Medien in der Mediengesellschaft und die sind auch sehr wachsam, was Diktatur und Freiheit betrifft. Ich möchte auch auf einen Punkt zurückkommen, und zwar über die Armee. Ich glaube, dass die Armee ist auch ein starker Punkt in dieser Revolution und in diesem Umgang. Diese republikanische Armee hat das Interesse des Staates und der tunesischen Bürger verteidigt. Es ist vielleicht eine schwache Armee, weil sie nicht über die technischen Mittel verfügen, aber
Ich würde sagen, dass diese Armee willig ist und auch Werte vertritt, republikanische Werte. Und wenn wir vergleichen mit Ägypten zum Beispiel, in Ägypten ist das Land zurück zu einem militärischen, zur militärischen Macht zurückgekommen. Und wenn man vergleicht mit anderen Ländern, wo die Lage komplett chaotisch ist, würde ich sagen, dass ein Erfolg war auch diese Armee, die den Staat verteidigt hat und die nicht eine politische Partei bevorzugt hat. Und das während der ganzen Umgangsphase. Fünf Regierungen haben sich abgewechselt ohne Intervention der Armee und das alles in Frieden. Und ich finde, das könnte wirklich Thema vieler Doktorarbeiten werden. Also diese Armee, darin sollte man investiert werden, und zwar technisch, um ihr die Chance zu geben, die Reform im Sicherheitsbereich zu geben. Also man soll auch die Good Practice sozusagen verstärken und auch natürlich die Technik und die Ausrüstung. Und ich werde auch noch eine Bemerkung machen im Vergleich zu uns, also zu einem Verein, der die Wahlen beobachtet hat. Während dieser Wahlbeobachtungen im Jahr 2014 gab es die Präsenz von der Armee. Und vor jedem Wahlbüro gab es 5 Vertreter der Armee oder der Sicherheit, darunter 2 Frauen, die Waffen auch getragen haben und die Wahlen verteidigt haben. Und ich finde, das ist sehr symbolisch, was die Anwesenheit der Frauen betrifft, und zwar als Schützerin von Tunesien, von einem demokratischen Prozess. Auf den politischen Willen, Reformprojekte in diesem Bereich durchzubringen. Herr Helwani, Sie haben erwähnt den Unterschied zwischen Nord und Süd in Bezug auf die starke Zentralisierung. Sehen Sie auch einen politischen Willen, der eine Dezentralisierung voranbringt, um diesen Gegensatz, der in Tunesien offensichtlich sehr im Vordergrund steht, zu entschärfen und einen Ausgleich zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen und Landesteilen und sozialen Gruppen voranzubringen? Ich werde 30 Sekunden auf die Polizei und auf die Reform im Innenministerium zurückkommen. Leider bin ich nicht so optimistisch wie meine Kollegen. Es gibt immer ein Risiko. Es gibt immer ein Risiko, zurück zur Diktatur zu kommen. Diese Bewegung muss gestärkt werden. Wenn eine Bewegung nicht unterstützt werden, besteht dieses Risiko. So ist es nun mal. Und um die Demokratie zu stabilisieren, brauchen wir starke Institutionen. Und das Innenministerium und die Armee in Tunesien genießt einen besseren Ruf als die Polizei, weil während der Revolution ist die Armee neutral geblieben. Sie war wegen weder für noch gegen. Sie hat die Bevölkerung geschützt. Es gab auch militärische Gerichte. Es muss klargestellt werden in den Gesetzgebungen, dass die militären Gerichte nicht die Möglichkeit haben, Bürger zu beurteilen. Aber die Frage ist, im Innenministerium bei den Sicherheitskräften gibt es immer noch Vorstöße und Missbräuche. In der Vergangenheit waren die Zahlen sehr hoch. Früher war Folter einfach ein legales Mittel und sogar empfohlen während der Befragungen, besonders in Bezug auf Fragen des Terrorismus. Wenn man einen Vertreter der Menschenrechte festnimmt, wenn man einen Terroristen festgenommen hat, hat man gedacht, okay, den kann man ja foltern. Das ist ja ganz normal. Er hätte fast ein Haus in die Luft gesprengt. Es gibt also eine grundlegende Reformnotwendigkeit in diesem Bereich.
Also politische Courage, politischer Wille und Mut. Nochmal die Frage, die ich vorhin nicht gestellt habe, an Isabel Wehrenfels stellen. Sie haben gesagt, besonders im Hinblick auf die innere Sicherheit und die dem Innenministerium unterstellten Dienste und die Praktiken, die gerade erwähnt wurden, woran liegt es eigentlich, dass es diese Reform, die ja auch stark von der EU unterstützt worden wären, wenn es Akteure gegeben hätte, die sie durchgeführt haben, woran liegt es, dass der politische Wille dazu offensichtlich nicht da war oder, wenn er da war, selbst in der Regierung, der Troika, wieso der sich nicht durchsetzen konnte? Ich finde, die Frage ist nicht sehr leicht zu beantworten, aber ich glaube, es hat schon sehr viel damit zu tun, dass, also wenn man wirklich ans Innenministerium rangeht und da Reform macht, dann gehört ja letztlich auch Vergangenheitsbewältigung dazu. Aufarbeitung von Verbrechen der Vergangenheit, es würden wahrscheinlich weitere Köpfe rollen müssen. Und ich glaube, dass, und das ist ja auch das Positive an Tunesien, dass man so konsensorientiert ist und dass man sagt, man versucht da möglichst mit all diesen Sachen behutsam umzugehen. Und ich würde nicht so weit gehen, dass ich sagen würde, es ist der politische Wille ist absolut nicht da, etwas zu tun. Aber ich würde gerne Ihre Frage anders drehen. Ja? Nee, sag. Er hat sich ja nicht durchgesetzt und zur Illustration. La volonté ne s'est pas imposée et pour l'illustrer, le premier ministre de la Troïka a passé 10 ans en prison et lui-même. Diese Regierung hat das nicht nach vorne gebracht. Genau. Und auch eine neue Sicherheitskultur letztlich zu etablieren. Aber ich würde gerne etwas allgemein zu der Frage, ob man zur Diktatur zurückkehrt oder nicht. Ich finde es letztlich zu früh, irgendwelche Prognosen zu stellen. Ich glaube auch, dass Frau Soudani völlig recht hat, dass man das nicht an Personen aufhängen kann. Ich glaube, es ist für mich dieses Jahr letztlich das Jahr der Wahrheit, was die Demokratiefähigkeit von Nidatunis so heterogen es ist, aber was die Demokratiefähigkeit von Nidatunis betrifft, und da gibt es klare Indikatoren, glaube ich, und daran wird man sehen können, wie weit sie bereit sind zu gehen. Zum Beispiel das Antiterrorismusgesetz, was demnächst wieder verhandelt wird, je nachdem, ob das Tür und Tor für Repression wieder öffnet, kann man dann ersehen, wie demokratiefähig diese Partei ist, die dominant ist. Die Frage tatsächlich auch des Umgangs mit den Wahlverlierern, mit dem Süden, was dann sich in den Gesetzen über die Dezentralisierung und auch wie weit man bereit zu gehen ist im Übertragen von Kompetenzen, auch finanzieller Art, zeigen wird. Vergangenheitsbewältigung und der Umgang mit der Meinungsfreiheit. Also Wie stark wird man versuchen oder wird man gar nicht versuchen, Kritiker zum Schweigen zu bringen? Ich glaube, daran kann man ermessen, ob es eine schleichende Rückkehr geben wird im kommenden Jahr oder ob, und also ich würde da keine Prognosen stellen, oder ob der Prozess sich weiter konsolidiert in Richtung Demokratie. Und die starke Zivilgesellschaft stimmt mich extrem optimistisch, weil sie bisher als Korrektiv immer in kritischen Situationen fungiert hat. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft so sein. Die Zivilgesellschaft in diesen Fragen, die wir jetzt gerade diskutieren, Reform der inneren Sicherheit und der Aufarbeitung der Vergangenheit, sich eher nicht auf diese Themen stark konzentriert hat, sondern auf die anderen Themen Wahlen, Verfassung, Freiheit. Richtig, aber die sind ja jetzt alle durch, wenn man so will. Das heißt, es gäbe jetzt freie Kapazitäten und man wird sehen, worauf sich die Zivilgesellschaft konzentrieren wird. Darf ich die Frage gleich weitergeben an Rafik Halwani? Zurück zu der Dezentralisierung, ist das eins der großen Themen und sind das die
die Themen, die gerade genannt wurden, sind das Themen, mit denen Sie sich jetzt beschäftigen werden, nach 4 Jahren der Konzentration auf hauptsächlich Wahlen, aber auch die demokratischen Prozesse und die demokratischen Freiheiten festschreiben? Wir haben bereits begonnen, zu diesen Fragen zu arbeiten. Die tunesische Verfassung, und Tunesien ist ja wirklich eine zentralstaatlich organisierte Struktur. Das heißt, wir sind so ein bisschen an das französische Modell angelehnt. Wir sind kein dezentraler Staat. Das heißt, wir haben eine Regierung mit starken Ministerien. Sie entscheiden. Und in den Regionen gibt es 24 sozusagen Ausführungsorgane, der verlängerte Arm des Ministeriums. Das heißt, die dort vorstehenden Vorsitzenden sind nicht gewählt, sondern eingesetzt. Nun gibt es die neue Verfassung. Und diese Verfassung schreibt vor, dass Kommunen sozusagen regieren sollen. Und dass es auch auf der regionalen Ebene gewählte Instanzen geben muss. Das heißt, es wird dann Distrikte geben, so eine Art Zwischenebene, administrative Zwischenebene. Und in den, das heißt, erst die Regionen und dann die Regionen, unterhalb der Regionen befinden sich die Distrikte. Aber damit hört der Verweis in der Verfassung auch schon auf. Weitere Details erfahren wir nicht. Das, im Einzelnen ist das noch nicht klar ausformuliert. Alle sagen, gut, wir sind alle zufrieden, denn das gibt, erweckt den Eindruck bei der Bevölkerung, bei den Akteuren der Zivilgesellschaft, dass sie nunmehr die Möglichkeit haben werden, zu entscheiden für Dinge, die ihren Alltag betreffen. Und das ist ja sozusagen die Dezentralisierung. Wir sind für die Dezentralisierung, denn es geht ja darum, das unmittelbare Alltägliche vor Ort zu regeln und nicht aus der Hauptstadt. Das heißt, gegenwärtig ist von der Lokalbevölkerung keinerlei Entscheidung zu erhoffen. Das heißt, auch bei Kleinigkeiten, was jetzt die Ernennung eines Direktors ist, machen wir ein Krankenhaus, bauen wir eine Schule, das wird alles zentralstaatlich entschieden und die lokale Bevölkerung ist in solche Entscheidungsprozesse nicht eingebunden. Sie ist nicht mal konsultiert. Das heißt, natürlich gibt es da Dinge, sehr seltsamer Art, dass plötzlich Projekte ins Leben gerufen werden, die niemand verlangt hat. Es ist natürlich eine Gelegenheit, auch sozusagen dem Bürger das Wort zu geben, sie bei alltäglichen Belangen einzubinden. Denn wenn sie sich nicht daran beteiligen, dann werden sie auch später die neuen Regeln nicht einhalten. Das heißt, je mehr wir die Bevölkerung einbinden, desto stärker können wir sie auf der regionalen Ebene an uns binden. Das betrifft auch die Jugendlichen. Ich wollte vorhin nicht in meiner Präsentation zu sehr auf Einzelheiten eingehen. Es gab ja 70% Wahlbeteiligung bei den Parlamentswahlen und 65% und 62% bei den jeweiligen Wahlgängen. Aber der Anteil der Jugendlichen ist sehr, sehr gering. Einer von 2 oder von 3 nur. Jeder Dritte ist höchstens wählen gegangen. Manchmal waren das auch nur jeder Vierte. Warum? Die Jugendlichen interessieren sich nicht für die Politik. Das heißt jetzt nicht, dass die Jugendlichen daran gehindert wurden. Ma question est, est-ce qu'en 2015-2016, est-ce qu'il y aura des élections? Ou des élections communales qui permettraient d'introduire un nouveau système décentralisé? Es gibt 2 Ansichten in Tunesien. Das heißt, es gibt die Ansicht, dass die Kommunalwahlen im November 2015 stattfinden werden. Andere sind der Meinung, dass die sagen, dass 2015 noch benutzt wird, um über das generelle Modell der Dezentralisierung nachzudenken. Denn welches Modell wir genau wollen, ist das ja, das ist noch gar nicht entschieden. Und auch das Wahlgesetz im Zusammenhang mit den Kommunal- und Regionalwahlen muss erstmal ausgearbeitet werden. Und dann wird frühestens Mitte 2016 wird es Wahlen geben.
zunächst erst einmal werden sich zu Beginn des Jahres 2016 die Parteien in den Wahlkampf stellen und dann wird es auch ein Wahlgesetz geben. Das sind also die beiden Daten, die sozusagen kursieren. Und der Vorsitzende der unabhängigen obersten Wahlinstanz weiß schon allein nicht genau, ob es 2015 oder 2016 Wahlen geben wird. Und nun muss man schauen, wer die Oberhand hat. Das heißt, das Parlament wird am 2. Februar seine Geschäftsordnung verabschieden und die Zivilgesellschaft ist aber über die politischen Parteien im Vorsprung gegenüber den Gesetzesentwürfen hinsichtlich der Ausarbeitung eines neuen Wahlgesetzes und auch hinsichtlich der Vorbereitung der Kandidatinnen und Kandidaten für diese Kommunalwahlen. Das heißt, die Zivilgesellschaft ist weiter als das Parlament und weiß schon ganz genau, wer wie zur Wahl gehen wird. Wir haben festgestellt, dass die Jugendlichen, dass die jungen Menschen, Rafir, du korrigierst mich bitte, dass es 14% nur junge Menschen gewählt haben und 20% Frauen im 2011. Und 2014 war es so, dass die Frauen, die sich eingetragen haben, 50,5% betragen haben. Und für die Jugendlichen war die Zahl sehr alarmierend, aber auf jeden Fall alarmierend gering. Für die Kommunalwahlen hingegen werden sich die Frauen und die jungen Menschen sehr viel stärker interessieren, denn es betrifft sie. Und ich denke, dass sie sehr viel stärker von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen werden, von ihren Bürgerrechten Gebrauch machen werden. Also welche Art, welches Modell der Dezentralisierung, das ist ein wirklicher Dialog, der es zu führen gilt. Ja, bei diesem Thema möchten wir wirklich auch eine Kraft werden, eine gesellschaftliche Kraft werden, die Vorschläge erarbeitet, die auch gute Erfahrungen von anderswo aufgreift. Es nützt ja nichts, das Rad neu zu erfinden. Wir möchten Kontakte haben, wir möchten einen Erfahrungsaustausch und möchten dann schauen, von welchen positiven Erfahrungen anderswo wir profitieren können, indem wir sie auf unsere Verhältnisse anpassen. Das ist also das, was ich sozusagen als dringlichste Aufgabe sehe, damit wir dieses dringliche Projekt der Dezentralisierung vornehmen können. Dafür, dass ein weiteres oder eins der wichtigen Reformprojekte in Gang kommt, vielleicht 2015 oder 2016. Herr Capellani, ich habe Sie mehrfach übergangen, möchte Ihnen die Gelegenheit geben, jetzt zu diesen beiden Themen, die wir besprochen haben, Reformprojekte, Dezentralisierung und Sicherheit, Sicherheitssektor, aus Ihrer Sicht über Ihre Sicht der EU uns Auskunft zu geben. Ja, zunächst erst einmal möchte ich auf die Reformen im Sicherheitsbereich zu sprechen kommen und auch auf Reformen politischer Art. Es sind sehr komplexe Reformen, das muss man wissen. Das heißt, es gibt einen politischen Willen und man fragt sich, ob dieser Wille vorhanden ist. Es gab ja mehrere Regierungen, die sich abgewechselt haben. Es gab 4 Regierungen seit 2011 und der gegenwärtige Staatspräsident war Minister 2011, als Tunesien die wichtigste internationale Konvention unterzeichnet hat, ratifiziert hat. Das heißt, es geht hier darum, die Umsetzung zu gewährleisten, denn ratifiziert wurden die Verträge. Die Frage der Völker wurde hier aufgeworfen. Tunesien hat ja die internationale Menschenrechtskonvention gegen Folter unterzeichnet und ratifiziert. Und gegenwärtig gibt es sozusagen eine Kommission, die die gängigen Fälle von Folter aufgreift und aufarbeitet. Man hat festgestellt, dass es noch Fälle gibt von Folter, aber dass die Folter generell rückläufig ist. Und dann ist es natürlich auch schwierig, erstmal nachzuweisen, ab wo beginnt das Folter zu sein und dann, wie kann man sich mit diesem Problem an einen Richter wenden, der vielleicht auch noch im alten System verhaftet ist. Das heißt, man braucht gleichzeitig eine Reform des Justizsektors und in der Verfassung
die Verpflichtung, dass bis zum Monat April eine Instanz geschaffen werden muss, die über die Unabhängigkeit der Richter wachte. Auch ein Verfassungsgericht ist eine der dringlichsten Aufgaben in den nächsten Monaten. All das wird ja Auswirkungen auf die Reform im Justizsektor haben. Und die Dinge liegen auf dem Tisch. Das heißt, die Herausforderungen sind groß. Und man kann auch nicht klar voneinander abtrennen, was ist zunächst wichtig, was kommt danach. Alles hängt miteinander zusammen. Und die internationale Gemeinschaft will auch eine Rolle spielen in diesem Transitionsprozess. Und das kann nur die Rolle der Begleitung sein. Das heißt, den Behörden Tunesiens, der Zivilbevölkerung Tunesiens positive Erfahrungen von anderswo an die Hand geben, damit sie daraus lernen können, damit sie etwas für sich daraus herausziehen können. Es gibt also ein Abkommen, damit Tunesien technische Assistenz vom Europäischen Rat bekommen kann. Und Tunesien ist also sozusagen Teil der Europas über dieses spezielle Abkommen. Und wir erstatten Bericht über die Prozesse. Und das Ganze hat bereits gegriffen bei der Ausarbeitung der Verfassung. Das sind wirklich große Herausforderungen für Tunesien, die Tunesien schnell angehen muss, gleichzeitig angehen muss. Und nunmehr haben wir die politische Transition hinter uns und nun gehen wir das wirtschaftliche Problem an. So einfach kann man das nicht sagen, denn die politische Transition ist noch nicht abgeschlossen und es gibt noch sehr viel zu tun. Nun zum Thema Dezentralisierung. Als EU haben wir aus diesem Thema ein Schlüsselthema für 2015 gemacht. Es wird jetzt darum gehen, mit der neuen Regierung zu schauen, in welche Richtung das gehen soll. Wir als Europa haben gesagt, als EU, wir sind 28 verschiedene Erfahrungen, die wir untereinander versammeln. Das heißt, die Beziehungen zwischen dem Zentralstaat und den Regionen. Wir allein schon verfügen über 28 unterschiedliche Kontexte und Erfahrungen. Natürlich, Tunesien ist sehr an das französische Modell angelehnt. Und wir haben also den Behörden Tunesiens gesagt, wir sind bereit, mit euch gemeinsam die Erfahrungen, die in Europa existieren, zu teilen. Das heißt, wir haben kein europäisches Modell. Wir können euch aber 28 unterschiedliche Erfahrungen präsentieren und dann sucht ihr euch das raus, was für euch am ehesten geeignet scheint. Das heißt, wir haben ein Erfahrungskontingent und dann ist es an euch, einen eigenen Weg zu finden. Das ist also das, was wir vorsehen. Das wird natürlich auch seine Zeit dauern, denn man kann nicht in einigen wenigen Wochen und Monaten einen sehr stark zentral organisierten Staat in eine dezentrale Struktur umverwandeln. Schauen Sie sich die Karte an. Es ist wichtig, dass wir auf jeden Fall schnell Kommunalwahlen brauchen. Das ist ja bereits angeklungen. Es geht darum, zunächst erst einmal darum, die Organisation des Staates zu überdenken, ein neues Wahlgesetz für Kommunalwahlen zu verabschieden. Und dann müssen diese Wahlen auch stattfinden. Und gleichzeitig muss man an der zukünftigen Struktur des Staates arbeiten. All das greift ineinander über. Und natürlich verstehe ich die Ungeduld. Und wir sind unsererseits auch natürlich ganz gespannt auf die neue Regierung und auf ihre Entscheidungen. Ein paar Minuten für eine ganz kurze letzte Schlussbemerkung von unseren drei Panelisten. Ich habe jetzt Ihre Bemerkung schon als Ihre Schlussbemerkung mitgezählt und würde gerne Frau Wernfels bitten, vielleicht aus Ihrer Sicht noch in Frage Sicherheitssektor mit Hinblick auf die EU und die Aussage von Herrn Capellani vielleicht noch auf einen kurzen Punkt zu bringen. Ich würde eigentlich gerne auf einen anderen Punkt kommen, wenn ich darf, als Schlussbemerkung. Wir haben vorher die Jugendlichen erwähnt, die quasi sich nicht mehr engagieren in dem politischen Prozess. Und ich glaube, es gibt ein Problem und es wurde heute Nachmittag, als wir diskutierten, von Herrn Capellani bereits erwähnt, nämlich dass der Prozess kurzfristig für die Bevölkerung keine Früchte getragen hat bisher. Und ich glaube, das ist eine der ganz großen Herausforderungen, die Bevölkerung und nicht nur die Jugendlichen, sondern alle bei der Stange zu halten,
für diesen Prozess. Es gibt Umfragen von 2012 und 2014, was die Tunesier, also was immer man jetzt von solchen Umfragen hält, aber ich glaube, die sind relativ repräsentativ, von Demokratisierung halten, welche Regierungsform sie für die beste halten. Und 2012 haben 63% gesagt, es ist eine demokratische Regierungsform. Und es waren nur noch 48% 2014. Und ich glaube, das ist eine ganz schwierige Entwicklung, weil Demokratie, für Demokratie braucht es all die Reformen, die wir erwähnt haben. Es braucht die Verfassung, die Institutionen alle, aber es braucht vor allem auch die Bevölkerung, die dran glaubt. Und das wird eine ganz große Herausforderung sein. Sorry, dass ich jetzt nicht zur Sicherheit, sondern... Das war auch ein, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt, der vorher auch schon in der Diskussion rauskam. Wir haben auch noch einige Zeit, um Fragen aus dem Publikum hier zu nehmen. Bevor wir das machen, möchte ich aber unseren beiden Gästen aus Tunesien wirklich ganz kurz noch die Gelegenheit geben, auch einen letzten Satz zu sagen. Pour moi, ich werde sagen, dass das Parlament ist am wichtigsten im politischen Leben, und zwar für die Zukunft Tunesiens, weil dieses Parlament wird die Verfassung in die Tat umsetzen. Das Parlament ist eine Art Mosaik. Es zählt zwar viele konservative Vertreter, sowohl religiöser Art und was die Diktatur betrifft, aber auch sehr viele moderne Vertreter, die den modernen Weg gehen wollen. Eine andere Bemerkung, die Regierung von Sepsi, der war an der Spitze von dieser Regierung. Er hat zwei Konventionsverträge unterzeichnet, und zwar was die Folter betrifft, und das war sehr mutig, und die Ratifizierung einer Konvention gegen alle möglichen Diskriminierungen gegenüber von Frauen. Das war die erste Regierung. D'accord. 2011. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit, mais j'ai dit ce gouvernement. Das habe ich an der Spitze, Sepsi war an der Spitze von dieser Regierung. Und heute befürchtet man, dass er zurück zu einer Diktatur kommt. Aber ich glaube, dass die Kraft von der Zivilgesellschaft und von den Institutionen sowie die Wachsamkeit der Zivilgesellschaft, der Medien, der tunesischen Bürger und vermutlich auch, kann man sagen, dass diese Partei auch eine intelligente Partei ist. Und sie hat die Lehre gezogen von der Troika, die regiert hat, aber gescheitert ist. Und da kam das Volk wieder auf die Straße und hat demonstriert bei Bardot und hat eine Übergangsregierung verlangt. Und ich finde, es lohnt sich, diese ganzen Fakten zu erwähnen. Dieses Parlament ist sehr wichtig. Wir müssen es unterstützen. Wir müssen die Befugnisse der Abgeordneten verstärken. Und ich glaube, dieses Parlament muss auch unter die Probe gestellt werden. Es hat auch viele Lehren gezogen in den letzten 4 Jahren durch das Scheitern auch und hat auch 2 Konventionen ratifiziert. Und drittens, die Zivilgesellschaft muss auch zeigen, dass sie immer noch wach ist, dass sie überhaupt nicht müde ist und sehr wachsam und präsent ist und dass sie ihre Rolle übernimmt und Vorschläge unterbreitet, was die Politik betrifft, die Dezentralisierung betrifft und in Bezug auf alle gesetzlichen Texte, die verfasst werden. Diese Zivilgesellschaft muss auch die gleiche Rolle des Parlaments übernehmen, aber das parallel, und sie wird weiterhin wachsam sein und vereint bleiben. Und das ist natürlich sehr wichtig. Als Zivilgesellschaft müssen wir zusammenhalten und weiterhin Netzwerke aufbauen, die sich besondere Thematiken widmen im Hinblick auf die Probleme, die in den nächsten 5 Jahren kommen werden. Ich habe vorhin das Thema erwähnt, was gerade im Moment mehr in Europa diskutiert wird als in Maghreb. Ist
Demokratie kompatibel mit dem Islam? Können die Moslems und die Araber Demokrat werden oder nicht? Diese Thematik hat sich entwickelt in den letzten 2-3 Monaten in Westeuropa. Man kann sagen, dass es schwierig ist. Aber in Tunesien haben wir bewiesen, dass es geschehen kann. Und wir hoffen, dass wir nicht die Ausnahme bleiben, die die Regel bestätigt. In Tunesien haben wir es geschafft, einen Übergangsprozess zu erleben, der friedlich abgelaufen ist, mit mehreren Wahlen, mit einer Verfassung, die gewählt wurde, mit einer Mehrheitswahl für die Frauen, die einen demokratischen Prozess durch die Wahlen ermöglicht, als einziges Mittel, um den Übergang zu schaffen. Das ist wirklich die Herausforderung für Tunesien. Ich spreche Sie jetzt an. Warum sollten die Deutschen oder die Europäer sich für Tunesien interessieren? Weil der Erfolg der Demokratie in Tunesien ein bisschen der Erfolg des europäischen Modells, des sozialen europäischen Modells, ein Modell der Entwicklung ist. Wenn die tunesische Erfahrung schafft es nicht, also scheitert, geht es weiterhin für 20, 30 Jahre mit der Destabilisierung und mit Diktaturen im Süden vom Mittelmeer und im Mittelosten. Zwischen Sizilien und Tunesien sind es ja weniger als 120, 130 Kilometer. Wir sind wirklich an die Tore Europas. Wir haben ein kleines Projekt, und zwar ein demokratisches Projekt, was bestanden hat. Und wir brauchen Ihre Hilfe, um diesen Übergang zu schaffen, auch für Ihr Wohl. Es gibt viele Wirtschaftler, die hier die Hauptstädte abarbeiten, um Geld zu sammeln. Nein, wir verlangen das nicht. Die neue Generation verlangt Projekte, wo alle Parteien gewinnen, Win-Win-Projekte. Wenn wir eine Demokratie bleiben, sie werden sehr schnell wieder ein Gewinn davon, ein Investitionsgewinn. Das ist Erfahrungsaustausch. Wir haben so viel Erfahrung. Sie haben so viel Expertise. Wir möchten das mit Ihnen teilen. Wir möchten Ihr Know-how nutzen. Helfen Sie uns, diesen Weg zu schaffen, diesen demokratischen Übergang zu bestehen. Die Demokratie, das ist nicht nur Recht, Freiheit. Das betrifft natürlich auch die Taten. Das Innenministerium foltert immer noch Leute, weil unter anderem die Polizisten nicht ausgebildet worden sind, um anders an die Informationen zu kommen. Sie wissen gar nicht, wie man Leute befragt, ohne sie zusammenzuschlagen. Sie haben nicht die Mittel, sie sind schlecht bezahlt, sie haben eben die Mittel nicht. Diese Beziehungen, die Freiheit und die Menschenrechte in armen Ländern funktionieren schlecht. Wir müssen die Wirtschaft ankurbeln, wir müssen die Rolle der Frau bestärken. Und ich meine, die Frau im Allgemeinen mit F ist die Garantie für Demokratie. Und wenn wir es geschafft haben, das liegt daran, dass die Frauen bei uns emanzipiert sind im Vergleich zu den Nachbarländern. Inshallah, wie man sagt, wenn Gott will, wird die Demokratie vielleicht ein Erfolgsmodell für die anderen Länder in der Region. Und wer weiß, in den anderen Ländern werden wir demokratische Bewegung in den arabischen Ländern, eine bessere Demokratisierung, auch wirtschaftliche Ankurbelung im Süden vom Mittelmeer für diese Region, auch im Süden vom Mittelmeer und in Europa. Vielen Dank. Schlusswort in dieser Runde, kann man sagen. Vielen Dank auch an die anderen Beiträge. Ich fand eine sehr interessante Diskussion darüber, wie es jetzt weitergehen kann, was die Herausforderungen sind, was die Probleme sein könnten. Wir haben jetzt, wie gesagt, Zeit für Fragen aus dem Publikum. Ich sehe hier schon eine, zwei, drei Meldungen erstmal. Dort steht ein Mikrofon.
Wenn Sie sich bitte kurz und präzise fassen würden und auch sagen, an wen Sie Ihre Frage richten möchten, bitte. Ist die Dame, dann der Herr und dort hinten. Dann drei Wortmeldungen, danach nehmen wir drei weitere Wortmeldungen. Okay. Shirley van Buren ist mein Name. Ich würde gerne ein bisschen mehr oder überhaupt was zur wirtschaftlichen Entwicklung hören. Wir haben gehört, die Jugend ist vielleicht, oder es sieht so aus, für einen Moment verloren. Ich denke, die wirtschaftliche Entwicklung ist ein zentraler Punkt, wie man die Jugend zurückgewinnen kann und müsste. Wie sehen Sie, also ich weiß nicht, beantworten soll die Frage, wer glaubt, das zu wissen. Okay, sehr gut. Ich würde, ja? Darf ich noch zu Ende? Ach so, Entschuldigung, ja. Ich dachte, das wäre die Frage. Die Frage ist, wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung? Wir kennen Tunesien hauptsächlich als Touristenland und kennen aber keine Produkte wirklich sonst aus Tunesien. Die zweite Frage ist die Zentralisierung und überhaupt der Reformprozess in den verschiedenen Institutionen. Wie sehen Sie die Kapazität Ihrer Bevölkerung, wie ist das Know-how, um auch noch regionale Institutionen mit entsprechendem Personal zu bestücken? Vielen Dank. Zwei Fragen waren das schon. Wir hatten hier eine weitere Frage und dann der Herr da hinten. Wir nehmen die drei Fragen und dann eine weitere Runde. Zaturi ist mein Name. Ich bin vom Freundschaftskreis der Partei in Deutschland. Und ich würde erstmal erwähnen, dass dieses also erfolgreiche Modell Tunesien wäre nicht machbar, wäre dann nach der Partei und der Troika immer die Diskussion und die Konflikte durch Meinungstausch immer abgeschafft hat. Zunächst dann, ich möchte meine Frage dann stellen erstmal zum Herrn Capellani. Also wir haben vieles gehört über dann Sicherheitsmaßnahmen und Sicherheit, Unterstützung und so weiter. Gibt es ein Programm, also richtiges Programm für große Projekte oder große Investitionen in Tunesien, damit auch die jungen Leute, die ausgebildeten jungen Leute auch Arbeit in deren Land finden können und nicht zwungen hier nach Italien und nach Europa zu wandern? Und nächste Frage an Sie, Herr Joachim. Haben Sie in der Zukunft noch weitere Veranstaltungen, wo Sie auch die Meinung von jungen Leuten, wir haben hier 70.000 oder 80.000 Tunesier in Deutschland, die auch ihren Beitrag in Tunesien machen möchten und gerne noch sich teilnehmen wollen. Also falls es ein Programm gibt, wollen wir gerne haben. Darauf beantworte ich gleich mit Ja. Das Programm gibt es zwar noch nicht, aber wir arbeiten daran. Das ist wirklich auch ein Punkt für uns. Ich kann auch gleich auf meine Kollegin, die dort hinten in der letzten Reihe sitzt, hinweisen. Frau Nasser, die auch bei uns im Büro in Tunesien arbeitet und in Deutschland gelebt hat. Und wir arbeiten genau in diese Richtung. Auch die Tunesier, die in Deutschland leben und auch die jungen Tunesier in einen Dialog mit einzubeziehen. Aber das war jetzt nur die Antwort auf die letzte Frage. Ich würde gerne noch die nächste Frage des Herrn nehmen und dann vom Podium beantworten lassen. Mehram Barati, meine Frage richtet sich an die tunesischen Freunde. Worin unterscheidet sich der politische Islam in Tunesien vom politischen Islam anderer Länder, die sich mit der Demokratie nicht anfreunden können? Gut, vielen Dank für diese Fragen. Die ersten beiden Fragen, die zusammengestellt wurden, waren nach der wirtschaftlichen Entwicklung, besonders für Jugendliche, Chancen für Jugendliche und nach Institutionen und einer regionalen Institution, die Dezentralisierung vorantreiben würde. Die war nicht an eine bestimmte Person gerichtet. Ich würde sie vielleicht an unsere beiden Gäste aus Tunesien geben, aber bitte Möglichkeit für Sie zu beantworten. Dann war die Frage an Herrn Capellani und die letzte Frage richtete sich wieder an unsere Gäste. Die ersten beiden Fragen, jugendliche und wirtschaftliche Entwicklung, Institutionen der Dezentralisierung in Tunesien. Vielleicht möglichst kurz, obwohl das natürlich Themen sind, über die man ganze Abende und länger diskutieren könnte. D'accord.
Ja, ich werde die Frage der Produkte und der wirtschaftlichen Entwicklung Tunesiens nehmen und die Produkte, die nicht so sehr bekannt sind in Europa. Es gibt lokale Produkte Tunesiens. Wir sind wirklich sehr gut aufgestellt in dem Bereich Landwirtschaft. Und es gibt mehrere Vereinigungen, vor allen Dingen in den benachteiligten ländlichen Regionen, die daran arbeiten. Das heißt, solidarische Ökonomie mit entsprechenden Produkten ist das Ziel dieser Initiativen. Das heißt, es gibt also Handwerker im Bereich Teppichweberei, andere lokale Produkte, Olivenöl, Produkte mit Jasmin. Das heißt, das sind alles sehr grundlegende Produkte, die nicht sehr teuer sind. Und da wollen wir ansetzen. Wir versuchen auch, die Entwicklung dieser Institutionen zu fördern, die am Thema berufliche Bildung im Bereich Handwerk, Landwirtschaft sind. Und hier ist es natürlich ein Problem, denn nachdem man das Produkt dann hat, muss man es irgendwie in den Handel bringen, der Vertrieb. Und da spielt ja Europa wieder eine große Rolle. Wir müssen da neue Zugänge zu finden. Warum spreche ich von dieser Grundlagenwirtschaft? Denn Tunesien ist ja doch eigentlich wirklich eher als intellektuelles Land bekannt und als Technologievorreiter. Aber in diesen Regionen, von denen ich hier sprach, da kann man wirklich auf lokaler Ebene, auf der Grundlage von natürlichen Produkten, von landwirtschaftlichen Produkten, da kann man etwas aufarbeiten, da kann man gleichzeitig Umweltschutz und fairen Handel praktizieren, um diese Produkte nach Europa gelangen zu lassen. Und ich glaube, das ist eine Gelegenheit, die wir ergreifen sollten und die wir auch ergreifen werden. Nun zur Frage Nummer 3. In welcher Hinsicht unterscheidet sich der tunesische politische Islam von dem anderer Länder, die sich mit dem demokratischen System schwer tun? Und inwieweit kann Tunesien eine Vorbildrolle einnehmen? Der Islam in Tunesien ist also ein Islam, von dem ich sagen würde, dass er wirklich auch durch eine starke und gute Ausbildung, Bildung unterstützt wurde. Das heißt, es ist ein friedlicher Islam, es ist ein Islam, der wirklich in der Gesellschaft nicht zu einer Polarisierung geführt. Das heißt, wir haben nicht Sunniten und Schiiten, wir haben einen tunesischen Islam mit gemeinsamen Werten. Und das betrifft auch andere Religionen. Und ich glaube, aus diesem Grund haben wir es geschafft, die Transition erfolgreich zu gestalten. Tunesien ist hinsichtlich seiner Religion, hinsichtlich seines Islam-Modells ein geeintes Volk und das seit Jahrhunderten. Und vielleicht müssen wir es kultivieren und es schützen und es weiter ausbauen, dieses Modell. Ja, ich möchte gleich beim letzten Thema anknüpfen. Ich habe vielleicht nicht die gleiche Ansicht hinsichtlich der Unterschiede des politischen Islam in Tunesien und anderswo in der Region, in Anführungszeichen. Der ist ja materialisiert und verkörpert von Ennahda, aber er ist sehr viel moderner als der Islam, der von unseren anderen Glaubensbrüdern in der Region praktiziert wird. Ich glaube, dass die Tunesier, die also in dieser Partei sind, die diesen modernen Islam verkörpert, sehr viel stärker auch demokratieorientiert sind. Und wenn man das zum Beispiel mit den Muslimbrüdern in Ägypten vergleicht, die sind sehr viel toleranter und moderner. Das ist Teil der Auffassung. Das heißt, es gibt politische Aspekte bei dieser Sache. Und es ist aber kein radikaler Islam. Denn wenn das der Fall gewesen wäre, gäbe es andere Ergebnisse bei den Wahlen hinsichtlich der Jugend. Und dann möchte ich auch noch von den Produkten und von der Dezentralisierung sprechen. Tunesien produziert 100 Millionen Hosen werden in Tunesien gefertigt. Das heißt, es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass Ihre Hose in Tunesien gefertigt wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Wahrscheinlichkeit bei 4% oder bei 5% liegt, aber wir sind vielleicht kein Export, aber wir sind Herstellungsland für Afrika, für arabische Länder. Das heißt, Medikamente werden in
Tunesien hergestellt, aber im Auftrag anderer Länder. Wir exportieren sehr viel Werkzeug, elektromechanische Geräte, auch Kabel im Zusammenhang mit dem Autobau, Pkw. Auch das ist ein tunesisches Produkt. Das heißt, wir sind Zulieferer von Mercedes, von BMW und von Volkswagen. Das heißt, mehr als Renault und Citroën. Wir machen natürlich keine Spitzentechnologien, nein. Wir haben keinen Airbus, wir haben keine Weltraumprodukte. Aber Landwirtschaft, Agro, Nahrungsmittelwirtschaft, all das sind Dinge, die wir haben. Und Dienstleistungen haben wir auch. Ein Franzose von zwei, also jeder zweite Franzose, wenn er zum Telefon greift und wenn er eine Nummer wählt, ein Auskunftsbüro, dann landet er entweder in Marokko oder in Tunesien. Also die Callcenter sind auch bei uns sehr oft angesiedelt und andere landwirtschaftliche Produkte. Und die Orangen von Malta werden eigentlich auch zum Teil in Tunesien produziert. Und wenn ich das alles zusammenfasse, dann stelle ich fest, dass wir sehr viel haben, dass wir aber nicht in der Lage sind, sie aufzuwerten und sie entsprechend zu bewerben, Marketing zu machen. Warum? Weil wir zentralstaatliche Entscheidungsstrukturen haben. Und auf der Makroebene tötet man mit zentralistischen Strukturen all das, was auf der mikrolokalen Ebene passiert. Das heißt, es wäre auf der lokalen Ebene sehr viel besser, Produkte zu bewerben und auch den positiven Effekt haben. Denn dann könnte man direkt etwas davon haben. So wird alles auf der oberen zentralstaatlichen Ebene entschieden und auch der Benefit geht an diese Vertreter. Und das ist natürlich eine berechtigte Frage, wenn man fragt, gibt es genügend Kompetenz auf der lokalen Ebene, um solche Probleme und dezentrale Projekte zu managen? Das beginnt bei der Planung, bei der Besetzung, bei der Durchführung und auch bei der Evaluierung. Gibt es diese Kapazitäten? Kann man das bestücken? Gegenwärtig müsste ich die Frage mit Nein beantworten. Das heißt, das Projekt der Dezentralisierung ist ein sehr ehrgeiziges Projekt. Die Verwaltung in Tunesien ist sehr schwach. Es war eine vetternwirtschaftlich geprägte Verwaltung seit mehreren Generationen. Aber immerhin hat es die Verwaltung vermocht, dass in den letzten 4 Jahren keinerlei politische Unruhen zustande gekommen sind. Das ist ein wenig wie in Belgien. Wir haben ohne Regierung funktioniert ein wenig wie in Belgien und das eine ganze Zeit lang. Während der Revolution, dann gab es natürlich einige Regierungen, das hat funktioniert und dann gab es wieder eine Regierung, wo es nicht funktioniert hat. Das heißt, die Verwaltung hat trotz aller Schwachpunkte, trotz aller Schwachstellen dafür gesorgt, dass eine gewisse Kontinuität da war. Und das muss jetzt verstärkt werden, indem man in Bildung investiert, darin investiert, dass auch Mentalitäten sich ändern. 6.000 Freiwillige, 4.000 waren junge Menschen, die mitgemacht haben. Und das heißt, die Jugendlichen waren nicht sehr zahlreich engagiert insgesamt und haben auch gesehen, dass sie die Verlierer der Revolution waren durch prekäre Arbeitsplätze und ohne Kaufkraft. Und trotzdem haben wir es vermocht, genügend freiwillige Engagierte zusammenzubekommen, um Diskussionsrunden anzuregen, den Kontakt zu suchen mit diesen jungen Menschen, um auch zu schauen, wie man ihre Kenntnisse aufwerten kann, wie man sie orientieren kann. Und in dem Moment, wo es uns gelingt, diese Jugendlichen mitzunehmen und sie da abzuholen, wo sie stehen und sie damit sozusagen davon überzeugen, dass es an ihnen liegt, die Zukunft in die Hand zu nehmen. Und wenn man die tunesische Frau fördert, dann wird es ein Erfolg werden. Andernfalls werden wir Probleme haben. Antwort auf die Frage zu dem politischen Islam. Und dann würde ich an Herrn Capellani geben, die Frage nach den Projekten der EU. Tunesien unterscheidet sich, glaube ich, aufgrund von 3, 4 Punkten sehr stark, die tunesische islamistische Bewegung. Erstens gab es in Tunesien schon Ende des 19. Jahrhunderts eine Reformbewegung. Zweitens hat Tunesien traditionell eine sehr bildungsorientierte Gesellschaft. Schon unter dem Beis wurden Bildungsreformen durchgeführt.
Und vor allem glaube ich, dass auch die Islamisten in Tunesien letztlich ein Produkt in Anführungszeichen der burgibistischen gesellschaftlichen Reformen sind. Und es gab, und das mag ein Zufall sein, in den 70er, 80er Jahren kamen ein paar Personen zusammen in Tunesien, die sehr früh die Frage nach Islam und Demokratie diskutiert haben. Nefer, Djorshi, Ranouchi, und da haben damit Grundlagen gelegt. Es gab eine Zeitschrift, die in der ganzen arabischen Welt gelesen wurde, Ende der 80er Jahre, 1521, also 1521, von sogenannten progressiven Islamisten. Das heißt, es gab in Tunesien eine innerislamistische Debatte. Das gab es in Ägypten nicht. Da waren die Muslimbrüder bleischwer mit ihren Führern, die sagten, wo es lang ging. Der Islamismus in Tunesien war von Beginn an schon pluralistisch in sich. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Aber der Herr, der dort sitzt, weiß das bestimmt besser als ich, der Herr Nachda nahe steht. Vielleicht Thema einer nächsten Runde hier. Aber Herr Capellani, bitte. Die Frage nach den Projekten der EU und Beschäftigung von Jugendlichen, wenn ich sie richtig in Erinnerung habe. Ja, zunächst erst einmal ganz herzlichen Dank an meine tunesischen Freunde, denn unter den Produkten, ich bin ja Italiener, sie haben nicht das tunesische Olivenöl erwähnt. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar, denn ich möchte natürlich, dass nach wie vor tunesisches Olivenöl gekauft wird, auch wenn das tunesische natürlich sehr, sehr gut ist. Es gibt Le Pain Quotidien, eine Kette in Belgien, die alltägliche Produkte verkaufen und getrocknete Tomaten. Und da sind auch tunesische Produkte dabei. Das heißt, man findet durchaus tunesische Produkte auf europäischen Märkten. Wo ist der Zusammenhang zwischen dem Tourismus und den Produkten Tunesiens? Ich finde, es ist eine zentrale Frage, denn wenn man sich das Wirtschaftsmodell anschaut unter der Diktatur, dann war wirklich Tourismus Nummer eins. Das heißt, überall wurden große Hotels an den Küstenstädten hingebaut. Man hatte also diese rentabilitätsorientierte Wirtschaft. Alles war dazu angelegt, dass große Hotels problemlos Kredite bekamen. Und gleichzeitig hat das System, die Diktatur, dafür gesorgt, dass die Touristen nicht in Kontakt kamen mit der einheimischen Bevölkerung. Das heißt, die Tunesier hatten keinen Zugang zu diesen touristischen Zonen, die Hotel-Resorts. Es gab also wirklich eine Abschottung der tunesischen Bevölkerung und sie hatten keinen Zugang zu den Hotels an der Küste. Das heißt, die Frage der wirtschaftlichen Entwicklung ist eine Frage von Entscheidungen. Was will man? Dezentralisierung, und wir sind alle einverstanden, dass wir ein größeres Gleichgewicht brauchen zwischen den Investitionen im Landesinneren und an der Küste. Aber wie kommt man dahin? Wie schafft man das? Die Europäische Union hat kein Projekt für die Wirtschaftsentwicklung Tunesiens. Die EU möchte tunesische Projekte von Tunesien erarbeitete Projekte unterstützen. Das ist unser Ansatz. Es gibt Entscheidungen, die möglich sind. Man kann die Rolle des Staates stärken, damit er mehr Arbeitsplätze schafft. Dann sagen andere das Gegenteil. Nein, der Privatsektor muss gestärkt werden, denn der Privatsektor schafft mehr Arbeitsplätze. Der Staat kann heutzutage nicht alles bedienen. Es gibt also diese Fragestellungen, auch strategische Fragestellungen kommen ins Spiel. Und die Behörden in Tunesien müssen sich diesen stellen. Und die Antworten sind nicht einfach so. Das sind Fragen, die von innen heraus beantwortet werden müssen. Und damit komme ich wieder auf das Freihandelsabkommen zu sprechen. Die Produkte aus Tunesien können nicht einfach so auf den europäischen Markt, denn Europa ist auch sehr anspruchsvoll. Es gibt also hygienische Standards für Produkte, es gibt auch Umweltrichtlinien. Das heißt, ein Produkt aus Tunesien hat es so leicht, nicht auf den europäischen Markt zu kommen. Und wir sind natürlich aber verhandlungsbereit und wollen auch Unterstützung geben, damit wir dafür sorgen, dass Tunesien bereit ist und in der Lage ist, wirklich auch den Standards zu entsprechen, damit dann wiederum die Produkte auf unseren Markt gelangen können. Also das ist unser Ansatz. Alles andere muss Tunesien selbst erdenken.
sein eigenes Modell finden, seinen eigenen Weg gehen. Und Europa wird natürlich immer an der Seite Tunesiens stehen und Unterstützung gewähren, aber die Ideen müssen aus Tunesien kommen. Hier kam noch der Wunsch nach einer Äußerung, aber ich glaube, wir haben tatsächlich einen ziemlichen Rundumschlag gemacht. Wir haben verschiedene Themen besprochen, die großen Reformprojekte, die anstehen, die großen Fragen, die gelöst werden müssen nach Beschäftigung, Strukturreformen, eine andere ökonomische Politik. Am Rande haben wir auch noch die Frage gestreift, inwieweit Islamismus und politischer Islam eine Rolle gespielt hat. Ich finde, wir haben damit eine gute Bandbreite in der Diskussion gehabt und möchte mich ganz herzlich bedanken bei unseren Gästen aus Tunesien hier auf dem Podium und auch unseren Gästen aus Brüssel und aus Berlin hier. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank an Sie für Ihr Interesse, für die Fragen und Beiträge in der Diskussionsrunde. Und ja, hoffentlich bis bald, vielleicht eines der Themen, die Sie zum Beispiel angeschnitten haben. Und ja, ich freue mich auf eine weitere Diskussion und bin sehr gespannt, was wir in der nächsten Woche wissen werden, wahrscheinlich, wie es politisch weitergeht, zumindest wie die Regierung zusammengesetzt sein wird. Herzlichen Dank. Applaus